Herzlich willkommen zur Videoanleitung für Magix Extreme Photodesigner. Dieses Einleitungsvideo erläutert Ihnen die Programmoberfläche Ihrer neuen Fotosoftware und zeigt Ihnen die wichtigsten Funktionen und eine Reihe nützlicher Tricks. Beginnen wir mit der Menüleiste. Über die Menüleiste können Sie grundsätzlich alle Funktionen des Programms erreichen. Die Symbolleiste ermöglicht den Zugriff auf die wichtigsten Funktionen des Programmes. Sie haben schnell Zugriff auf Funktionen wie zum Beispiel Bilder öffnen, speichern und drucken. Ihre geladenen Bilder sehen Sie in der praktischen Filmstreifenansicht. Weiterhin haben Sie direkt Zugriff auf den hilfreichen Aufgabenassistenten, der Ihnen interaktiv bei der Lösung Ihrer Bearbeitungswünsche zur Seite steht. Der Aufgabenassistent ist in die drei Kategorien Optimieren, Bearbeiten und Kreativ unterteilt. Klicken Sie zum Beispiel in der Optimieren-Kategorie auf Rote Augen entfernen. Ihnen wird nun Schritt für Schritt erläutert, wie Sie die Schönheitsfehler beheben können. Mit den praktischen Ein-Klick-Funktionen haben Sie Zugriff auf Schnelloptimierungen wie Autofarbe und Autobelichtung. Der intelligente Ein-Klick-Button erinnert sich an Ihre zuletzt getroffene Auswahl. Haben Sie zum Beispiel mehrere unterbelichtete Bilder, können Sie diese bequem per Klick hintereinander optimieren. Links neben der Arbeitsfläche finden Sie alle Bearbeitungswerkzeuge. Zur detailgetreuen Bearbeitung stehen Ihnen eine Vielzahl von nützlichen Werkzeugen zur Verfügung. Sie können zum Beispiel Objekte und Personen klonen und mit dem Lasso freistellen, sowie Details nachschärfen und nachbelichten. Das kleine Dreieck rechts unterhalb des Werkzeuges deutet auf ausgeblendete Werkzeuge mit ähnlicher Funktion hin, die sich bequem per Klick auswählen lassen. Sobald ein Werkzeug ausgewählt wird, ändert sich die Werkzeugparameterleiste und es werden eine Reihe von Einstellmöglichkeiten des ausgewählten Werkzeuges sichtbar. Zurück zur Werkzeugleiste. Das Effektsymbol ermöglicht den Zugriff auf die Kreativfunktionen flüssige Farbe und in Gemälde verwandeln. Mit flüssiger Farbe können Sie zum Beispiel Personen in lustige Karikaturen verwandeln, Für Fotos in Gemälde verwandeln, stehen Ihnen eine Reihe Voreinstellungen von Bleistiftzeichnung bis hin zu modern Art zur Verfügung. Noch mehr Effekte mit praktischer Illustration finden Sie im Effektbrowser. Neben dem Effektsymbol befindet sich die Verknüpfung zum Magix Extreme Graphic Designer. Sie können Ihr geöffnetes und bearbeitetes Bild an Magix Extreme Graphic Designer übergeben, um zum Beispiel ein individuelles Fotoalbum oder eine lustige Grußkarte zu erstellen. Mit dem Online-Symbol haben Sie Zugriff auf die iPace Online-Services. Bestellen Sie Bilder oder Fotogeschenke online oder teilen Sie Fotos mit Freunden und Verwandten in Ihrem kostenlosen Online-Album. Viel Vergnügen mit Ihrer neuen Bildbearbeitungssoftware wünscht Ihnen Ihr Magix-Team.